geht ja zu, wie im deutschen Basketball bei den Eisbären. Wir erinnern uns, 4 Monate Vertrag für Florian Kettumer und nun muss Stürmer Jason Jaspers schon wieder Berlin verlassen. Nach 9 Spielen in der DEL und einem Tor. Und Jan war exakt 60 Sekunden schneller mit seinem Eintrag hier als ich. Besser doppelt als gar nicht, einer kommt zurück, ein anderer geht, Jason Jaspers hat am vergangenen Sonntag zum letzten Mal das Eisbären-Trikot übergestreift. Am Dienstagnachmittag meldete der Verein auch offiziell, dass der Vertrag mit dem 37 Jahre alten Stürmer schon wieder aufgelöst wurde. Der frühere Kapitän der Iserlohn Roosters hatte erst im September in Berlin unterschrieben, als der Abgang von Marcel Nöbels zu den Boston Bruins drohte. Nun ist Nöbels längst wieder da, und Jaspers kann sich anderen Aufgaben widmen. Wir danken Jason Jaspers für seinen Einsatz in den vergangenen 2 Monaten. Wir haben zusammen entschieden, dass er die Chance bei einem anderen Club ergreifen sollte, wird Sportdirektor Stefane Richer in der Mitteilung zitiert. Unsere Spieler mit Förderlizenz haben in Weißwasser bisher einen guten Job gemacht, deshalb wollen wir sie öfter wieder in Berlin sehen. Vom Kurzgastspiel des Deutsch-Kanadiers in der Hauptstadt bleibt eigentlich nur ein Highlight in Erinnerung, sein cleveres Tor zum frühen 1:0 in Düsseldorf. Spielentscheidend war das aber bekanntlich am Ende auch nicht. Weiß, wie das geht, Frank Köttler, er. Bild, dpa. Gute Nachricht vom heutigen Eisbärentraining. Gegen Grodno soll Nationalspieler Frank Köttler nach langer Verletzungspause wieder spielen, ansonsten will Clement Jodoin einige angeschlagene Profis schonen und dem Nachwuchs Eiszeit geben. Neben Maximilian Adam, den der Trainer nach seinen beiden Einsätzen in der DEL am Wochenende mit großem Lob bedachte, werden auch Vincent Tesla und Charlie Janke am Mittwoch zum Einsatz kommen. Im Tor wird Maximilian Franz Reb den zuletzt überragenden Kevin Poulin vertreten. Auch Marc Kundari, der zuletzt als überzähliger Ausländer auf der Tribüne saß, bekommt eine Bewährungschance. Früher eine polnische Stadt, bis dann der Stalin die Grenzen verschund, ist Grodno, an der polnischen Grenze liegend, die 5. größte Stadt in Weißrussland. 7-mal Meister wurde Neman Grodno in der heimischen Liga, wobei der beste Club Dynamo Minsk natürlich in der KHL spielt. 4 Russen stehen neben sonst nur Weißrussen im Kader, das Team liegt mit 5 Punkten aktuell auf Rang 3, hat Brünn 10 Punkte und Zug 9 je einmal geschlagen und einmal gegen diese Gegner verloren. Das heimische Stadion fasst 2700 Zuschauer, das werden die Eisbären dann ja im Rückspiel kennenlernen. Morgen gegen Grodno stimmt, da war noch was. Am Mittwochabend gibt sich der weißrussische Meister HC Neman Grodno in der Arena am Ostbahnhof die Ehre, 19.30 Uhr. Für die Eisbären ist das 5. Gruppenspiel in der CHL sportlich bedeutungslos. Die Playoffs haben sie nach 4 Niederlagen in den bisherigen Gruppenspielen ja längst verpasst. Angesichts des Termindrucks in der DEL und der angespannten Personalsituation wird Trainer Jodoin wohl ein wenig experimentieren. Das wird ein anderes Spiel, wir werden es anders angehen, sagte er. Wir werden ein paar Änderungen vornehmen. Wie die genau aussehen werden, will er aber erst kurzfristig entscheiden. Ich werde erst mit den Spielern reden, sagte er, weil eben vieles dagegen spricht. Der junge Nationalspieler passt nicht so ganz in das Verpflichtungsprofil der Eisbären, die ja vom Budget her bei deutschen Spielern nicht so weit oben angreifen im Regelfall. Ein Club wie RB München wäre da realistischer. Hier mal etwas zum Lesen, vielen Dank an die @Eisbären. B und die Eisbären-Fans, der Tag gestern fühlte sich an, als wäre ich wieder zu Hause. Es war ein toller Sonntagnachmittag und hoffentlich kann ich bald wiederkommen.
Petri Vehanen on Twitter @Vehanen https://twitter.com/Vehanen/status/1049261620007009259952. Angeblich hat Leonhard Föderl bei den Eisbären einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, meldet der geschätzte Kollege Jörg Lubrich in der Bild. Nicht zitierfähige Quellen aus dem Süden der Republik bestätigen das. Ab nächste Saison also könnte der einst von Florian Funk und Lorenz Funk Senior geförderte Bayer in Berlin stürmen. Es sei denn, Föderl versucht sich doch nochmal in Übersee. Nachdem sein ehemaliger Gefährte Elis dort aber wenig Spaß hat, ist das eher unwahrscheinlich. Während der arme Yasin Elis nicht mal mehr im All-Team der Calgary Flames aufgestellt wird und wohl schon auf den Anruf von Thomas Sabo aus Nürnberg wartet, läuft es bei Dominik Kahan. Zwar verloren die Blackhawks 6:7 gegen die Toronto Maple Leafs, aber Kahan gelangen Torvorlagen, als er Kapitän Jonathan Toews das 1:0 und Alex DeBrincat das 2:0 für die Blackhawks auflegte. Pullen, das ist mein Job. Der darf heute natürlich nicht fehlen. So hat Kevin Poole in das Spiel gesehen, Mannheim hat natürlich eine gute Mannschaft. Sie sind druckvoll gestartet, aber wir konnten den Schaden begrenzen und sind im Laufe des Spiels besser und besser geworden. Die Mannschaft hat vor mir gut gespielt. Es gab viele Schüsse, aber meist von außen. Die Mannheimer hatten ein paar Chancen, aber die gibt es in jedem Spiel. Es geht nur darum, richtig zu reagieren und konzentriert zu bleiben. Es ist mein Job, dem Team in jedem Spiel die Chance auf den Sieg zu geben. Ich habe mich auf dem Eis toll gefühlt, obwohl ich nicht viel gespielt und trainiert habe, seit ich hier bin. Ich versuche jetzt, meinen Rhythmus zu finden, und dann werde ich weitersehen, und nein, der Gegentreffer hat ihn angesichts des Erfolgs nicht sonderlich gestört. Wir haben 3 Punkte, das ist alles, was für mich zählt. Shutouts und Gegentore sind mir egal, wichtig ist nur der Sieg, Jan Schröder feiert oder nicht, das war spitze unser Spiel. Bin froh, Dusis klappt, hat Doppeltorschütze Leo Föderl nach dem 7:3 in Straubing und nun führt Nürnberg 4:3 in Straubing vor dem letzten Drittel. That's Hockey. Momentum Swing. It ain't over until the Fat Lady Sings. Daran wird auch das Abendspiel nichts mehr ändern. Aber es ist Land in Sicht 1. Düsseldorfer EG 9:7, 2:1, 3:31, 18:19, 2. Adler Mannheim 9:5, 4:8, 34:26, 18. Dritter ERC Ingolstadt 9:6, 3:8, 30:22, 17. Vierter Straubing Tigers 8:6, 2:7, 26:19, 17:5. EHC Red Bull München 9:6, 3:2, 26:24, 16:6. Krefeld Pinguine 8:5, 3:1, 29:28, 15:7. Kölner Haie 8:4, 4:5, 20:15, 14:8. Achter Iserlohn Roosters 9:4, 5:1, 38:37, 13:9. Eisbären Berlin 9:5, 4:0, 25:25, 13:10. Augsburger Panther 9:4, 5:4, 22:26, 13:11. Pinguins Bremerhaven 9:4, 5:7, 25:32, 10:12. Der Nürnberg Eistigers 8:2, 6:4, 23:27, 8:13. Grizzlies Wolfsburg 9:2, 7:1, 0:21, 31:7, 14. Schninger Wild Wings 9:1, 8:2, 0:7, 7:27, 3. Pinguins Bremerhaven, Grizzlies Wolfsburg 4:3, 3:0, 1:1, 0:2. EHC München, ERC Ingolstadt 2:4, 0:1, 1:1, 1:2. Eisbären Berlin, Adler Mannheim 4:1, 0:0, 2:0, 2:1. Düsseldorfer EG, Krefeld Pinguine 3:4.
Au. 0:2, 0:1, 3:0, 0:1. Iserlohn Roosters Augsburger Panther 6:7, 0:2, 3:3, 3:2. Kölner Haie, Schwenninger Wildwings 3:1, 2:0, 1:0, 0:1. Straubing Tigers, Nürnberg Eistigers 2:0 für Straubing im zweiten Drittel. Jodoin, Pullin hat den Unterschied gemacht. So hat Trainer Jodoin das Spiel gesehen, Kevin Pullin war vor allem in den ersten beiden Dritteln herausragend. Er hat heute den Unterschied gemacht. Aber wir haben auch Tore im Powerplay geschossen und stark in Unterzahl gespielt. Und wir haben einen Weg gefunden, bei 5 gegen 5 Tore zu schießen, was uns zuletzt nicht gelungen war. Sein Fazit: Manchmal verliert man Spiele, die man gewinnen sollte, und manchmal gewinnt man Spiele, die man eigentlich nicht gewinnen sollte. Entstand Mannheim macht das Spiel, Berlin die Tore. Match 60 umkämpfen Minuten unter Legendai.